Liebe Passagiere, ich möchte mich dafür entschuldigen, so eine mürrische Kapitänin gewesen zu sein. Ja, zuerst bei Ihnen, Anton, weil ich Sie einen senilen alten Bock genannt habe, als Sie unbedingt lebende Blutfliegen zu Forschungszwecken an Bord bringen mussten. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht voller Entzücken auf diese kleinen Wunder der Natur starre. Zweitens entschuldige ich mich bei wem auch immer, der den Behälter mit den Blutfliegen zerbrochen hat, damit sie in den Maschinenraum surren konnten, um meinem traurigen Schiff mit dem sanften Summen ihrer weichen Flügelchen etwas Freude zu bringen. Ich bedauere zutiefst, sie einen trampeligen Sack Vogelmist genannt zu haben. Ach so, ja, klar. Aber könnte bitte nun, da wir alle in den Genuss ihrer bezaubernden Gesellschaft gekommen sind, irgendjemand diesen Schwarm bis auf die letzte Blutfliege von meinem Schiff beseitigen? Megan! Ja. Hab ich doch schon gemacht im Maschinenraum. Mein Gott, dann kriegst du erst... Oh. Sowas regt mich voll auf. Sowas regt mich voll auf. Egal. Und das dann nochmal. Okay. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Gehen wir mal raus. Beiboot. So, hier geht... Oh, hier ist noch was. Megan, ich bräuchte ein paar Sachen, die Sie mir aus Karnaka mitbringen könnten. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber Sie wissen ja, wie das für meine alten Knochen ist, wenn ich so weit laufen muss. Ich brauche ein kleines Hemd, ein kleineres Hemd. Alles, was ich habe, fällt mir geradezu vom Leib. Und Sie haben recht, ich brauche wohl auch etwas Seife und gute Haarpflege für meinen Bart und das, was an, naja, den Seiten meines Kopfes noch übrig ist. Mein thymianischer Eintopf hat Ihnen ja letzte Woche geschmeckt. Wenn Sie den also nochmal essen möchten, bringen Sie bitte Lamm mit, falls wir uns das leisten könnten. Falls nicht, keine Sorge. Mein Appetit ist auch nicht mehr so das, was er mal war. Ein bisschen Brot und ein paar Garnelen bringen mich ganz gut über den Tag. Aber vergessen Sie den Wein nicht. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könnte ich auch noch einige Farben gebrauchen. Ich habe kein Dunkelblau, Ocker oder Ultramarin mehr. Naja, gezeichnet Anton. Der liebe Anton. La, 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 la. So, gibt's hier denn noch was wir mitnehmen können? Ich will irgendwas, was ich mitnehmen kann. Aha. Pardilla, Birnenstrudel oder Pardilla. Pardilla. Keine Ahnung. Ach so. Schade. Oh. Immer schön, der Suppe beim Kochen zuzugucken. Okay. So, dann gehen wir nochmal schnell runter und gucken, ob da auch wirklich alles tot ist. Ja, ist es. Schade. Ah. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die Mission abgeschlossen ist. Können wir eigentlich mal gucken. Ja, es steht nichts mehr da, ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Speichern noch kurz. Oh, es wird dunkel. Okay. Wir gehen mal ganz hoch. Mal kurz gucken. Oh. Okay. Ja. Ich habe gesehen, wie sich schlimme Sturmwolken zusammenbrauen, nur um sich innerhalb einer Stunde wieder aufzulösen. Ich habe in der Ferne riesige Wellen gesehen, die sich wie Hügel auftürmten und sich nur noch leicht kräuselten, als sie das Boot erreichten. Die Dinge stehen schlecht. Sie standen noch nie gut, aber zumindest wurden sie für lange Zeit im Zentrum zusammengehalten. Jetzt mache ich mir ständig Sorgen. Um mich, um Anton, um alles. Ich sollte aufhören. Wieder verschwinden. Jeder würde das tun, denke ich. Naja, Selbsterhaltung ist was Natürliches.
Ich könnte mit meinem Boot überall hinfahren. Jeder sein oder niemand. Wieder ein Niemand. Das würde mir gefallen. Ich hatte viele verschiedene Leben. Könnte ich jetzt ein neues beginnen? Wie viele habe ich noch übrig? Ich bin so müde. Ich wünschte, ich könnte schlafen und als jemand anderes aufwachen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hier ist Dunwall. Wunderschön. Wunderschön. Okay. Kann man hier was drücken? Nein, schade. Oh, schade, ich wollte es eigentlich ins Wasser werfen, aber okay. Oh, ich bin blind. Ich bin blind. Alles klar. Oha, voll geil. Kann ich hier rein? Nee, eigentlich. Das wäre cool gewesen. Nun ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal runter. Mit unserem Schwains, ganz wichtig. So vieles ergibt einen Sinn. So vieles ergibt einen Sinn, ja. Wissen und Karten. Brief von Lucia Pester. Danke. Okay. Cool. Wir nehmen das Beiboot. Ich will mit der Dreadful Whale nicht näher ran als notwendig. Mhm. Es gibt einen kleinen Anleger in den Syria-Gärten in der Nähe des Konservatoriums. Dahin kann ich sie bringen. Sind Sie bereit? Ja. Gehen wir. Ja, gehen wir. Ach so. Ich vergesse immer, dass der Protagonist jetzt auch eine Sprechrolle hat. Naja. Wie auch immer. Während seiner Gefangenschaft hat Anton Sokolov von einer wichtigen Verbündeten Delilahs erfahren. Brenna Ashworth. Sie ist der Kopf hinter dem Staatsstreich zur Erlangung des Throns in Dunwall. Darüber hinaus verfügt sie über große Macht und ist voller Geheimnisse. Zurzeit baut sie ein mysteriöses Gerät für Delilah. Brenna Ashworth muss eliminiert werden. Vor dem kaiserlichen Konservatorium ist die Garde. Im Inneren sollten sie auf alles gefasst sein. Ashworth ist von einer ausgewählten Schar umgeben. Sie ist gefährlich. Ich glaube, hier könnte ich auch gern wissen, wie sie Ashworth kennengelernt haben. Das dachte ich mir. Ashworth ist sehr wichtig für Delilah. Das bringt mich auf was anderes. Sie könnten den Jedermannsorden ausnutzen, indem sie Ashworth aus dem Spiel nehmen. Der Vizeaufseher in Kanaka hat Ashworth beobachtet, von einem versteckten Außenposten beim kaiserlichen Konservatorium. Sehen Sie zuerst dort nach, wenn Sie mehr wissen wollen. Wenn sie noch mit Delilah zusammenarbeitet, ist Ashworth eine große Bedrohung. Gut, Megan. Bis bald. Ja, bis bald, Megan. So, wie kann ich jetzt nochmal ich vergesse immer, wie ich zoomen kann. Wie kann ich denn zoomen? Ich will einfach nur zoomen. Ich muss das nochmal schnell nachgucken. Ich weiß es echt nicht. Ah, mit Y war es, glaube ich. Ja. Mit Y. Das ist gut. Das hier ist wiederum nicht gut. Okay. Da. Ah, natürlich habe ich wieder vergessen, meinen Timer zu starten. Ja. Ist ja ganz famos. Okay, gut. Das heißt, die Folge wird etwas länger sein, nehme ich an. Ich werde jetzt einfach mal noch 10 Minuten aufnehmen. Das wird schon passen. Oh oh. Okay. Hier scheint erstmal nichts mehr zu sein. Ich gehe jetzt nach da hinten. Na,
und versuche darüber. Upsala. Ich will nicht untergehen. Hallo. So. Jetzt brauche ich die Kraft. Ja, natürlich. Okay, alles klar. Ich möchte da hoch, weil ich habe vorhin gesehen, dass man da... Man kann da hoch. Oh, ich habe das doch gesehen. Vielleicht kann man danach auch wieder runter. Aber warum kann ich da jetzt nicht hoch? Ist meine Frage. Und darauf hätte ich gern eine Antwort. So, vielleicht muss ich das auch so machen. Nee. Das scheint wirklich nicht zu gehen. Okay. Dann gehen wir einfach hier lang. Okay. Syria-Gärten. Ich habe mir überlegt, vielleicht etwas tödlicher zu spielen. Das gibt dem Ganzen doch einen, weiß ich nicht, actionreicheren Flair. Ich weiß auch nicht, ob die böse sind. Sollen wir es rausfinden? Wir finden es raus. Ich speichere hier schnell. Die scheinen nicht böse zu sein. Wenn du Ärger suchst, bist du hier genau richtig. Ich habe in den Bergwerken gearbeitet. Komm nicht näher. Nicht empfehlenswert. Hau ab. Letzte Warnung. Neulich war ich auf einem Flachboot mit Möbeln irgendeines Blaublütigen. Sind auf ein Riff gefahren. Dann ging alles unter. Okay. Weg da. Jetzt. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Bleib wachsam. Ich bin für das Malwerk nicht zuständig. Und ich sag, ich bin immer wachsam. Soll ich sagen, aber diesmal meine ich's ernst. Boah, die könnten auch mal alle nicht durcheinander labern. Warum ich? Tja, schlaf gut. Eine Leiche. Hier? Nein, keine Leiche. Was? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ja. Was zur Hölle? Okay. Dishonored ist einfach mal abgeschmiert. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn es wieder heißt Dishonored 2. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. wie witzig. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn, dann gebt dem ganzen Video doch ein Like. Das würde mich freuen. Falls ihr noch nicht Abonnenten seid, dann abonniert mich natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Dishonored. Auf morgen, bis Wiedersehen. Euer Sonki. Ciao. So. Puh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, letztes Mal ist die Folge ja etwas missglückt, würde ich mal sagen. Ja. Nicht so ganz gelaufen wie geplant. Können wir hier durch? Wir können hier durch. Aber ich würde gerne Sachen holen. Zwei Münzen für diese Plarre? Wird's nicht mehr, danke. Ich würde gerne den Typen da hinten beklauen. So viel ist klar. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Oh. Mal hier rein. Und die Sachen mitnehmen. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass da was drin ist. Wusste es aber nicht genau. So. Ich glaube, das war... Oh, da ist noch was zum Lesen. Gut. Bitteschön für euch einmal. Und ich verschwinde hier wieder. Aber ich würde...
Ja, wie komme ich jetzt am besten hier wieder weg? Die Blutfliegen sind dieses Jahr widerlich. Ja. Einen ganz verrückt. Was kommt als nächstes? So hungrig. Vielleicht gibt es ja Fischfrikadellen. Scheins. Komm nicht näher. Wir wollen dich hier. Ich will dich hier auch nicht. Ich würde dich gerne beklauen. Ah, das ging ja easy. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ist alles okay. Bin schon weg. Ja, ich gehe schon. Scheiße nochmal! Was? Oh! Fuck! Soll nichts sein! Lass doch mal! Dein Gesicht nicht. Soll ich's richten? Wo versteckst du dich, Feigling? Ich verstecke mich nirgends. Und gleichzeitig überall. Naja, gehen wir einfach mal darüber. Und was ist hier los? Da war was Verdächtiges. Da war überhaupt nichts. Puh. Ernsthaft. Ja, dann stirb doch. Okay. Was? Ich bin tot schon wieder. Warum? Och, Menno. Okay, gut, passiert. Ja, dann werden wir das doch gleich mal ein bisschen geschickter angehen. Bist du hier genau richtig? Ja. So, gib mir deine 20 Münzen. Jaha. Okay, wir machen das jetzt mal anders. Ach, mit Control. Ja, ist klar. So, einmal tragen, bitte. So, und darüber. Ja. Perfekt. So. Den findet so schnell niemand mehr. Liegt da unten was? Was ich klauen kann? Ich glaube nicht. Okay. Wo hast du das Ding nur? Das ist die Frage. So, komme ich da hoch irgendwie? Ja. Dann kann ich mir einen schönen Krug im Papp. Dann fühle ich mich gleich wieder besser. Das freut mich für dich. Ah, wir müssen mal unsere Reichweite erhöhen. Ich möchte da hoch. Vielen Dank. Da vorne steht noch jemand. Okay, wir versuchen es mal hier. Wir versuchen es mal hier oben. Das sieht doch vielversprechend aus. Oh, da vorne steht... Oh, leck mich doch. Haben die keine Hobbys? Liam Burns Information. Oder wie man auch immer den ausspricht. Aber schön ist es hier. Schön. Komm ich da hoch? Nein, natürlich nicht. So öde war ich nun ohne dich. Ja. Jagte Monster auf den Meere. Warf nach ihnen meine Speere. Was passiert, wenn ich das mache? Hä? Was genau macht denn das? Ach, das nimmt da drüben die Energie weg. Guck mal einer an. Schön, okay, cool. Das ist natürlich sehr praktisch. Very, very practical. Okay. Dich kriege ich nicht, dich kriege ich auch nicht, ohne aufzufallen. Wachsam, sagt er. Ja. Ich sag, ich bin immer wachsam. Klar, ja. Aber diesmal, ich frag mich, wer das war. Dann frag du dich mal weiter. Ich war es nicht. Das Hemd stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. Mhm. Ich muss euch auf jeden Fall außer Gefecht setzen. Zurück nach Dunwall.
ist schlimm. Hab die Kinder seit Jahren nicht gesehen. Ja, dann geh besser, bevor ich dich hier eliminieren muss. Ich könnte dich eventuell... Eventuell könnte ich dich hier rüberziehen. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schande. Eindringling! Nichts Eindringling. Ich zeig dir, wie ich meinen Offiziersrang habe. Was war das? So. Das ist dich. Und da hoch. So. Tja. Sie kann nicht weit sein. Lass mich ran. Die schon wieder. Oh nee. Ach komm jetzt. Das gibt's doch echt nicht. Was war's? Ich hab dich schon gesehen. Ach, hast du das hier? Ja? Ich seh mich mal um. Sehen wir uns doch mal um. Schön. Die Alte ist weg. Schrecklich. So. Gute Nacht. Was treibst du denn hier? Du bist so. Was bin ich? Huch. Ich konnte dich leider nicht mehr verstehen. Aber das macht ja nichts. Nicht wahr? Oh, schön. Plündern. Gibt es da noch mehr zu plündern? Ich hätte euch gerne alle am Leben gelassen, aber ihr wolltet es ja nicht. So. Gut. Dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Okay. Das ist der Jedermannsorden, ich erinnere mich. Aufseher Außenposten. Ist das dein Ernst? Es ist schon wieder abgeschmiert. Das kann's doch nicht sein. Nee, das kann's doch nicht sein. Oh, das gibt's doch echt nicht. Wir haben jetzt gerade mal circa 10 Minuten aufgenommen. Nicht mal. Okay, ich muss zuerst mal Probleme beheben, bevor ich eine weitere Folge aufnehmen kann. Okay, ich werde sie einfach an die nächste jetzt hier dran heften. Das heißt, es dürfte für euch gleich weitergehen. Okay, auf dann, bis Wiedersehen. Ciao!